Aber ich habe jetzt bestimmt was verpasst. Aber ich habe ja eh noch keine Schrotflinte. Nach dem Dominguez sucht. Ach doch, ich habe... Oh, ich habe schon alle Wummen, die ich sonst auch habe. Okay, ich hätte es vielleicht doch zerschießen können. Tja, da müssen wir leider nochmal zurücktauchen. Hilft ja alles nichts. Fehlende Ausrüstung. Ah, okay, oder auch nicht. Entschuldigung, was hast du gesagt? Bin bei deinem Schrei gerade halb. Wirklich so schlimm? Ich hab doch ein Dingens. Uff. Na, zum Glück hat mir das F angezeigt. Ich hab doch aber einen Kompressor drin. Ne, nicht mal nur einen Kompressor. Ich hab sogar einen... Ne, wie heißt das? Kompressor und das andere auch noch. Hat Lara sich verschluckt oder warum musste die so? Die war gerade sehr, sehr lange unter Wasser. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Wow. Das ist nicht gut. Lara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ja, prima. Ich merk's, alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Boah, wer hätte gedacht, dass ich mich an den letzten Teil am wenigsten erinnere, obwohl der ja eigentlich am kürzesten her ist. Na, nicht daneben. Oh Gott, das will Lara. Bitte nicht daneben springen. Eigentlich Pfeile bauen, aber kann ich anscheinend noch nicht. Okay. Lara, wie läuft's? Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Ich habe hier Aktivität. Warte mal, halt, stopp. Ich dachte, das kann vielleicht durchbrechen, aber ich habe es gerade gesehen, da ist was zum Pfeile schießen. Ha! Kann ich das jetzt nicht mehr ziehen? Okay. Ja, okay, das halt gut. Gott, muss ich da jetzt schnell hin? Nee, nicht schnell. Gut. Was haben wir hier noch so? Ja, lieber alles gleich finden, als später nochmal hin müssen. Startzeitmodus. Ja, Kirmit, danke schön, dass du es nochmal erwähnst. Ist aber auch schon fast wieder vorbei. Ist ja nur bis 16 Uhr. Bong. Wo will ich jetzt hin? Darüber? Nochmal Dong. Nein, sagt sie, als könntest du es aufhalten. Ich vermisse das 5 Minuten 60. Ja, wenn es mal nur 5 Minuten gewesen wären. Aber es waren halt immer 20 am Stück. Seid ihr selber schuld? Oh, da unten blinkert. Wie komme ich denn da runter? Ah, da muss ich mich bestimmt hinschwingen. Wieso macht die das denn? Also, kann mir das mal einer verraten?
Hallo, Stivka. Ja, wie Kermit gerade sagte. Und wie ich gerade sagte. Bis 16 Uhr ist noch Frontpage. Da zählt halt jeder als Zuschauer, der da auf der Frontpage ist. Einfach bibsch noch immer. Ja. Aber nein, es ist natürlich ein Viewerbot. Und weil ich total abgehoben bin, denke ich, es kriegt keiner mit, dass wenn ich mir 5000 Viewer botte, ja, dass es nicht auffällt. Ach, geht doch. Nee, nicht. Du sollst schwingen. Achso, da muss ich halten. Okay, Spaß. Fame und abgehoben. Ach, das hat gefunktioniert. Hallo, E-Bims, ein Spot. Piep, piep. Hast du vergessen. Piep, piep. Geht das jetzt automatisch auf, ja? Ach, guck mal. Ach, nö. Das ist ja auf der anderen Seite alles. Das haben wir jetzt übersehen. Da kommen wir doch jetzt nicht zurück. Komme ich jetzt hier wieder hoch eigentlich? Oh, oh. Was denn für einen dicken Schwanz, Leo? Leo sieht aus wie ein Eichhörnchen. Hängst vorbei und ja. It's front page. Guys, it's just front page. And it's over in a few minutes. Du musst wieder hochspringen, ja. Was zum... Hab das schon mal gespielt, aber kann mich nicht mehr erinnern. Nee, musst du mir auch nicht sagen, Julie. Musst du mir auch nicht sagen. Ich mache immer extra langsam, weil ich kann, weißt du? Und weil ich sehr gerne mit dem Chat interagiere. So. Komme ich da jetzt nochmal rüber auf die andere Seite? Weil da waren jetzt die Schätze. Das ist natürlich sehr schade. Oh, 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 oh. Oh. Was? Wie habe ich das denn jetzt überlebt? Ach, wahrscheinlich, weil ich von der falschen Seite gekommen bin. Okay. Wäre ich von der anderen Seite gekommen, wäre ich jetzt tot gewesen. Ich habe nämlich überhaupt nicht reagiert gerade. Viewer time expired. Please buy more viewer time. Lurk. Ach Mensch. Nein. Also wir haben einen Startseitenplatz für April. Und aber wie bin ich jetzt gleich nochmal hierher gekommen? Das habe ich schon wieder vergessen. Ach so, damit. Und warum ist das jetzt weg? Warum bleibt denn das hier nicht? Also warum ist denn das Seil nicht geblieben? Da oben ist nochmal ein neues. Aber wo könnte ich das festmachen? Na gut, vielleicht komme ich ja rückzu nochmal dahin. Ja. Also Mittwoch, Freitag und Sonntag haben wir jeweils 2 Stunden Startseite. Und da ist es dann halt ein bisschen voller. Aber das hat nichts... Also ich würde im Leben keine Bots kaufen. Denn hier so Schönes. Aber ich bin natürlich sehr froh, dass ich die Chance mal bekommen habe, weil man sich halt jeden Monat neu für die Startseite bewerben muss und ich das seit Oktober 2020 immer fleißig getan habe. Aha, okay, wartet. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Ja, ja.
Muss ich das jetzt da reinschieben, oder was? Okay, ich muss es erstmal drehen. Dann muss ich es lösen. Dann muss ich das Ding hochziehen. Und dann muss ich es durchschneiden. Kann man sich... Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Kann man noch hier irgendwas rumliegen? Nee, ne? Mist. Zwei zuckerfreien Monstern. Kannst also noch eine Weile machen, okay. Ja, aber ist halt auch noch so ein Grund, ne? Warum ich nicht an einem Sonntag 14 Uhr aufhöre. Weil ich werde wahrscheinlich nie wieder die Gelegenheit bekommen, einen Startseitenplatz zu kriegen, weil das ja schon was Seltenes ist, glaube ich. Da gehe ich doch nicht während der Startseitenzeit offline. Ich bitte euch. Das muss man ja schon ein bisschen muss man das schon aufmachen. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet: Die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami... Ein Sturm, ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chells Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Laura, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Also Lara, das hätte ich dir aber auch sagen können, ne? Dass das nicht so gut ist. Das weiß man doch. Hättest du den mal dort gelassen? Was habe ich getan? Scheiße. Jonah, geh weiter rauf. Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell. Naja gut, aber man könnte... Unterwegs.
man könnte... Kommen wir jetzt nochmal darüber? Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Gut. Müssen wir nochmal rüber? Dann beginnt die Belagerung. Ja, schade, schade. Deshalb kriegen wir auch Verstärkung. Ja, aber ich meine, lieber Lara nimmt das Ding als die anderen, ne? Als die bösen Porschen. Schwache Wände. Hat ihr nicht Indiana Jones geguckt? Immer etwas als Ausgleich hinstellen? Ja! Ja, ich hab's gehört, okay? Dominguez kommt heute Abend. Schon klar. Ich sage, der Regen wird alles überfluten. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überprüfe gerade die Pumpe. Okay. Das ist halt sorgen wir gemacht, dafür, ne? Dass alles okay ist. Zack, wieder im Gebüsch. Noch schnell looten und wieder zurück ins Gebüsch. Antworte endlich! Bist du schon fertig mit der Pumpe? Komm und hilf mir mit der Beleuchtung. Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Was da wohl drin sein mag? Weiß ich nicht, aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass ich alles sicher ist. Ich wollte gerade warnen. Wir sind bereit. Ja, das kommt jetzt aber nicht jedes Mal mit den Hilfestellungen, oder? Brauche ich doch jetzt nicht die ganze Zeit. Ich dachte, das ist jetzt nur am Anfang so. Okay, die sind deaktiviert. Hm. Überlebensinstinkte. Hm, nee, das ist ja auch okay. Also, das ist jetzt nur am Anfang, oder? Weil das ist ja jetzt schon das zweite Mal, dass die mir das anzeigen hier mit den Wänden. Fast geladen. Verstanden. Verdammt. Ach, keine Sorge. Krieg ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Gibt doch bestimmt wieder was für lautlos, oder? Ja, jetzt schon? Ja, Operation Blackout läuft derzeit vor dem... Schicken die sich eine Glasvitrine? Was? Inspektoren kommen. Bereit machen. Ich hasse dieses rückständige Land. Hier funktioniert gar nichts. Aber der andere kriegt das doch jetzt mit, oder? Ja. Lautlos Kill. Lol. Naja, nicht so ganz, aber wir wollen ja mal nicht so sein. Wo ist denn der eine hin? Ich gerade gedötet hab. Oh, ein fleischfressender Busch! Was passiert noch? Du hast keine Privilegien mehr. Hier ist Gamma wieder. Operation Blackout abgeschlossen. Oh, die haben schon alle Arbeiter getötet. Ja, aber guck, das steht schon wieder da mit den Wänden hochklettern. Das ist doch bescheuert. Das nervt mich ja totally. Ich will das nicht. Ich weiß das selber. Das Spiel Backseat gamet mich. Muss schnell sein. Okay, entsorgen wir die Leichen. Du hörst den Polizeifunk an. Sag Bescheid, wenn die Schüsse gemeldet werden. Brooke und die Verstärkung sind unterwegs. Alles muss bereit sein, wenn sie eintreffen. Scheiß Archäologen. Zum Glück sind wir die los. Die haben schon ewig versucht, unser Vorhaben zu torpedieren. Was haben sie jetzt davon? Hoffentlich war es das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig.
selber, Arsch. Basislager, hier ist Gamma-Lida. Wo bleibt die Verstärkung? Was soll die Scheiße? Bereich gesichert, aber wir brauchen Deckung. Jemand hat bestimmt was gehört. Teil 2 des Plans. Wir sagen, wir haben ein tollwütiges Dschungelvieh erschossen, aber da sind... Basislager an Außenposten, komm! Außenposten, bist du da? Bereit? Oh nein! Oh, ich denke die ganze Zeit, ich hab meinen Bogen in der Hand, ey. Aber ich hab meinen Bogen nicht in der Hand. Ich hab die blöde Schusswaffe in der Hand. Scheiße! Mann, das ist... Okay, Entschuldigung. Das kann ich natürlich viel besser und das werde ich euch jetzt auch beweisen. Hast du jetzt den Bogen in der Hand, ja? Sehr gut. Sehr gut, Handschuhe. Ich glaube, die haben mal zu wenig Kletterhaken. Scheiß Archäologen. Zum Glück sind wir die los. Wir haben schon mal die da hinten hätte ich ja schon mal abgucken können. Was haben sie jetzt davon? Hoffentlich war es das wert. Richtig. Die Arschlöcher waren zu neugierig. Basislager, hier ist Gamma-Lida. Wo bleibt die Verstärkung? Was soll die Scheiße? Bereich gesichert, aber wir brauchen Deckung. Jemand hat bestimmt was gehört. Basislager an Außenposten, komm! Außenposten, bist du da? Fast geladen. Verstanden. Diesmal hatte ich den Bogen in der Hand. Ich jetzt darüber oder hoch? Warum, ne? Ja, vor 5 Minuten angekommen. Sind Sie so nah an der Mauer zu lagern? Wie gesagt, Sie wurden gerade erst geliefert. Wir bringen Sie später noch tiefer rein. Gut. Wir wollen ja nicht, dass ein Bulle eine Granate über die Mauer wirft. Ja, hat mich mal. Was? Ihr wollt nicht, dass ich eine Granate über die Mauer werfe? Oder ihr möchtet es? Wollten die Granate oder wollten die jetzt keine Granate? Ich hab's nicht ganz verstanden. Was war wohl der Auslöser? Oh, Medikit. Auf welcher Taste liegen die denn? Wahrscheinlich nicht auf V, oder? Haben wir einfach. Ja. Verdammt. Wir haben für sowas keine Zeit. Wir sollen die Mauer sichern. Zum nächsten Raster. Bei jedem Besuch in Mexiko. Aber wenn Granate, bitte bunt anmalen vorher, bei Ostern. Hm. Das ist eine lange heiße Dusche. Geladen! Dem einen geht's nicht gut. Ich bräuchte mal irgendwas zum Ablenken. Wenn ich jetzt hier lang laufe, sehen Sie mich nicht. Das ist in Ordnung. Da ist was zum Ablenken. Ist mal hier was Schönes? Auch was zum Ablenken. Medikit? Das wird eine lange Nacht. Ich hab hier vielleicht was. Untersuchung läuft. Untersuchung läuft. Scheiße, es ist aus meinem Blickfeld verschwunden. Der Sturm kommt ziemlich schnell. Ich habe ein komisches Gefühl. Diese doofe Tab-Taste. Vermutlich irgendein Tier. Verstanden. Warte auf weitere Befehle. Danach brauche ich eine lange heiße Dusche. Muss ich die Flasche jetzt fallen lassen? Ich hab hier was! Glaube ich. Bei jedem Besuch in Mexiko. Irgendwas ist hier verdächtig. Das wird eine lange Nacht. Ich hab hier vielleicht was. Ich check das mal. Check das mal!
gleich sicher. Der Sturm kommt so schnell. Verdammt! Bleibt wachsam und findet irgendwas. Wenn du mich deckst. Inspektoren kommen. Bereit machen. Bericht. Jumping. Weg. Sichtung bestätigt. Es ist Croft. Nein! Angriff. Nein, ist mir gar nichts da! Nein, die Haus ist verguckt! Glaubt mir, die Haus ist verguckt! Nein, das war es nicht! Diese Verstanden! Ziel gesichtet! Helikopter immer gehasst. Ich war das nicht! Wo sind die denn jetzt? Ach da. Du hast mich. Wie kannst du mich denn sehen? Ich bin voll gut versteckt. Scheiße, das ist nicht. Hä? Ich treffe den überhaupt nicht. Das ist ja bescheuert. Aber ein bisschen leichter zu zielen als beim letzten Teil. Hoffentlich waren das alle. Also diesmal ist das Zielding auch wirklich in der Mitte. Geh doch mal hier runter. Und nicht irgendwo am Rand des Bildschirms. Und ich muss es erst rüber moven. Ich hätte ja voll viel Geld einstecken. War es da bestimmt noch nicht, oder? Da kommt doch gleich noch was, ja. Nicht sehen ohne Überlebensinstinkte. So dunkel ist und ich hab's schon heller gestellt. Nichts. Oh, Döner wäre eine gute Idee. Lara Croft. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Wie von Trinity zu erwarten war. Schlüssel von Chuck Chell. Mein Leben lang habe ich danach gesucht. Wo ist die Schatulle von X Chell? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Ach, kein gutes Pokerface. Du hast sie nicht? Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier. Aber ohne die Schatulle droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Du lügst. Lara. Du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal.
Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Du hättest das doch auch gemacht. Gott. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Es ist an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Ich erinnere mich, was jetzt noch so kommen könnte, dass es jetzt schon kommt.